Geht's los? Hallo? Hallo und herzlich willkommen hier auf der Play 21 aus dem Play Studio. Hallo und herzlich willkommen bei der Play 21 hier aus dem Play Studio in Hamburg in der Europapassage. Mein Name ist Manuel Fritsch und ihr seht mich und habt mich auch schon gesehen bei einigen Programmpunkten, jetzt auch hier nicht nur virtuell, sondern live aus Hamburg. Die Play findet dieses Jahr online statt, aber natürlich auch teilweise vor Ort. Also wenn ihr in Hamburg seid und die Chance habt, dann kommt doch hier mal vorbei in der Europapassage. Da haben wir einige coole Spiele für euch hier aufgebaut. Ihr könnt einen Blick hinter die Kulissen in das Studio hier werfen, was wir hier aufgebaut haben und Hallo sagen. Würden wir uns sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeikommt. Wir sind jetzt hier bei der Snacktime, How to Become Your Own Boss mit Lea Schönfelder. Und bevor wir jetzt gleich einsteigen, a short message to our English listeners and English viewers. You can find an automatic translation down below. There's a link. You can use that and the German interview will then be automatically translated. Have fun. So, mein heutiger Gast ist Lea Schönfelder und mit ihr werde ich darüber sprechen, wie man ein eigenes Gaming-Studio gründet. Ihr könnt natürlich auch weiterhin Fragen stellen im Chat. Wir werden diese Fragen selektieren, mir hier ins Studio pushen und dann können wir diese Fragen Lea direkt stellen. Deswegen sage ich erstmal Hallo, frisch zugeschaltet aus London. Hallo Lea. Hallo, schön hier zu sein und vielen Dank für die Einladung. Ja, freut mich sehr, dass du hier bist, wenn auch nur virtuell. Fangen wir doch am besten kurz damit an. How to become your own boss soll heute unser Thema sein. Vielleicht sagst du mal ein paar Takte zu dir, wer du bist und was du machst. Ja, sehr gerne. Darf ich mal kurz an die Regie sagen, der Ton ist ganz schlecht. Ich verstehe fast nichts. Ich versuche jetzt aber trotzdem die Frage zu beantworten, wer ich bin und warum ich hier bin. Also ich bin oder war eigentlich die längste Zeit Game Designerin und habe jetzt mein eigenes Studio gegründet, zusammen mit Franziska Zeiner, meiner Co-Founderin. Die Firma sitzt in Berlin, wir sind aber alle remote, das heißt, ich wohne jetzt gerade in London, wo ich auch früher gearbeitet habe. Und Fine heißt das Studio, wir machen Spiele von Frauen für Frauen. Mhm. Und genau, die vielleicht so ein bisschen, wie wir dazu gekommen sind. Ich bin eigentlich eher zufällig zu Spielen gekommen während des Studiums. Ich habe an der Kunsthochschule in Kassel studiert, Illustration und Animation und komme so ein bisschen aus so einem traditionellen Elternhaus, wo Computerspiele eher als was für schlechte Unterhaltung abgestempelt wurden und habe deshalb auch lange gar keine Berührung dazu gehabt. Und während des Studiums habe ich gesehen, dass es so im Indie-Bereich eben ganz viele künstlerische Spiele auch gibt oder Spiele, die jetzt gesellschaftskritische Themen ansprechen und eben ja eine riesige Community dahinter und gemerkt, ja, Spiele, also Computerspiele können ja ganz unterschiedlich ausfallen. Das können Ballerspiele sein, das können Strategiespiele sein, das können Match-3-Spiele sein, sowas wie Candy Crush und man kann eben auch alles dazwischen entwerfen. Genau, und weil ich aber dann schon auch den Anspruch hatte an mich selbst und Lust drauf hatte, von anderen zu lernen, habe ich erstmal in verschiedenen Studios gearbeitet, in 3 Studios, um genauer zu sein. Flare Games in Karlsruhe, Astro Games in London und Nereal, um ein bisschen Erfahrung zu sammeln, bevor ich dann eben diesen Schritt gewagt habe. Ja, genau, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, auf den wir gleich zu sprechen kommen müssen. Hörst du mich denn jetzt besser? Ja. Sehr schön. Aber bevor wir anfangen, ins Thema einzusteigen, es ist ja eine Snacktime. Ich hoffe, du hast dir Snacks besorgt. Ich wurde hier schon versorgt mit sehr viel Süßkram. Ja, sehr schön. Das heißt, du bist versorgt, du hast was zu snacken, ich habe auch was zu snacken, dass wir hier ganz gemütlich reden können. Genau, das Thema soll ja sein, How to Become Your Own Studio Boss. Da will ich jetzt auch ein bisschen mit dir drüber quatschen. Für wen oder für wann ist es denn sinnvoll, überhaupt ein eigenes Studio aufzumachen? Du hast ja auch gesagt, du hast in vielen verschiedenen Stationen gearbeitet. Die meisten jungen Menschen, mit denen man redet, wollen ja gerne Spiele entwickeln. Aber wie wichtig war es für dich dann auch ein eigenes Studio zu haben? Also was hat da den Unterschied für dich ausgemacht? Also diesen Traum, mein eigenes Studio zu haben, den hatte ich eigentlich schon ganz früh, seit dem Studium selbst, wo auch teilweise meine Kommilitonen direkt rausgegangen sind und eigene Sachen aufgemacht haben. Mir hat immer so die Partnerin gefehlt, muss ich sagen.
weshalb ich diesen Schritt nicht sofort gegangen bin. Und was ich ja gerade schon so ein bisschen angemerkt habe, vielleicht war ich auch etwas unsicher, habe noch nicht so ganz 100% mir das zugetraut, dachte, ich gucke erst mal, wie andere das so machen. Und im Nachhinein bin ich darüber eigentlich auch sehr froh, weil ja tatsächlich jede Firma anders arbeitet. Und auch wenn die drei Firmen, in denen ich war, jetzt größentechnisch und alterstechnisch gar nicht so weit auseinander lagen, gab es halt schon extreme Unterschiede in der Firmenkultur, wie Mitarbeiter geführt wurden, was für Spiele gemacht wurden, sodass ich glaube, ich daher jetzt so ein gewisses Vertrauen habe, dass wir eben eine Version eines Spielestudios sind und bewusste Entscheidungen treffen, aber es ist jetzt nicht unbedingt die richtige Art und Weise gibt, Sachen zu machen. Ist man denn in normalen Studios, nenne ich es jetzt mal, also im Angestelltenverhältnis, ist man denn da so kreativ eingeschränkt, dass ganz viele Indies sagen, nein, ich will unbedingt mein eigenes Studio gründen? Oder ist das so ein Klischee, was man von Indie-Entwicklungen hat? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das kommt auch extrem auf die Firma drauf an, in der man arbeitet. Also bei den kleineren englischen Firmen, in denen ich war, Astu Games und Nereal, hatte ich nicht das Gefühl, dass ich kreativ sehr eingeschränkt war. Also ich hatte da durchaus Entscheidungsspielräume und auch sogar nicht mal jemanden, der mir wirklich sagte, du musst jetzt das oder das machen. Also ich hatte immer sehr gute Jobs, muss ich jetzt mal so sagen, wo man sich in gewisser Weise auch raussuchen konnte, was man jetzt denkt, was am sinnvollsten ist zu machen. Ja. Aber der Unterschied ist natürlich schon, dass bei einem eigenen Studio ich die Strategie vorgebe. Also wir haben eben für uns entschieden, es gibt den Markt Computerspiele für Frauen, der ist sogar riesig, aber er wird halt weitgehend noch von großen Firmen bedient und in den entscheidenden Positionen dort sind hauptsächlich Männer. Das heißt, es fehlte uns diese Nuancen, die eben die weibliche Perspektive auch mitbringt. Wir sehen da eine Marktlücke, die wir füllen möchten und genau, also das ist eigentlich das Befriedigende, dass ich eben als mein eigener Chef da, meine eigene Chefin gestalten und entscheiden kann, das ist die Richtung, in die wir als Firma gehen wollen. Jetzt habe ich mit vielen Gründer, Gründerinnen auch aus anderen Geschäftsbereichen und so schon gesprochen und ganz oft auch selber habe ich auch mal gegründet, die Erfahrung gemacht, dass man sich das vielleicht ein bisschen unterschätzt, dass man, wenn man sehr gerne an einer Sache arbeitet und wenn man dann eine eigene Firma hat, auf einmal gar nicht mehr so dazu kommt, inhaltlich zu arbeiten, sondern sehr viel an der Firma arbeiten muss. Hast du das auch erlebt? Ist das eine Gefahr beim Gründen? Ja, das erlebe ich auf jeden Fall auch, wobei ich das eher als den schönen Teil daran finde, weil ich bei den, auch in meinem Angestelltenverhältnis eigentlich immer sehr interessiert an den größeren Entscheidungsrunden war und natürlich auch gerne am Spiel selbst gearbeitet habe. Das mache ich auch übrigens jetzt in unserer neuen Firma wieder, aber eben auch auf einem Level höher, also ich habe es ja gerade schon angesprochen, Firmenkultur, wie man Mitarbeiter führt, was für eine Art Leute man einstellt, mit wem man da zusammenarbeiten möchte und in welche kreative Richtung es auch gehen soll. Aber das muss man schon wollen. Es ist schon eine bewusste Entscheidung zu sagen, okay, ich möchte gerne auch visionär an der Firma arbeiten, möchte eine bestimmte Schiene abdecken, eine bestimmte Nische. Und für Leute, die sagen, okay, ich arbeite lieber wirklich direkt im Produkt, ich programmiere am liebsten den ganzen Tag, das ist dann vielleicht nicht so der richtige Typ Mensch dafür? Also da tue ich mir sehr schwer, das generell pauschal zu sagen, weil es gibt ja durchaus Teams, also zum Beispiel mein ehemaliger Arbeitgeber Nereal, die sind entstanden aus einem Zwei-Personen-Team, die haben erstmal nichts anderes gemacht, als ein Spiel zu entwickeln, was dann super groß rauskommt und dadurch entstand eigentlich erst das Bedürfnis, mit mehreren Leuten zusammenzuarbeiten. Also ich glaube, da gibt es durchaus unterschiedliche Herangehensweisen. Aber Franziska Zeiner und ich, wir haben eben gesagt, es geht uns nicht nur um die Spiele, auch um die Spiele, aber es geht uns auch um eine nachhaltige Firmenkultur. Also insofern, ja, wir haben uns schon dafür entschieden, eine Firma zu gründen und nicht nur die Spiele zu machen, die wir gerne machen wollen. Ja.
Was sind denn die ersten Schritte, die man da bedenken muss? Wie seid ihr da vorgegangen, als ihr entschieden habt? Oder vielleicht erzählst du auch nochmal so ein bisschen, wo ging das richtig los und was waren so die ersten Stolpersteine, die man vor sich hat? Also bisher ging eigentlich alles so relativ smooth, wobei man vielleicht auch einfach schon ein bisschen gewohnt ist, an kleinere Stolpersteine kenne ich schon aus meiner beruflichen Karriere von davor. Franziska und ich haben erstmal, also jetzt wahrscheinlich so vor 2 Jahren angefangen, übers Telefon viel zu sprechen. Also sie und ich waren beide an einem Punkt, wo wir an eine berufliche Veränderung dachten. Wir hatten beide ähnliche Erfahrungen, wobei Franziska eher aus dem Free-to-Play-Bereich kommt und ich eher aus dem Premium-Spiele-Bereich. Also so insofern Ähnlichkeiten, aber auch eben Bereiche, wo wir uns ganz gut ergänzen. Wir haben einfach mal telefoniert und besprochen, was uns denn fehlt in unserer aktuellen beruflichen, in unserem aktuellen beruflichen Alltag und was wir glauben, was wir anders/besser machen können. Und da gab es eben schon so einiges. Also gerade als Frauen, die immer noch bei den meisten Firmen in der Minderheit sind, vor allem in leitenden Positionen, fiel uns schon so einiges ein, was wir glauben, dass wir als Firma bieten können, was andere Firmen nicht bringen können. Hm. Ja, und als wir dann die Entscheidung für uns getroffen haben, es war auch letztendlich eine persönliche Entscheidung. Ich habe zum Beispiel eine kleine Tochter. Es war dann irgendwie die Entscheidung, ich kündige meinen sicheren Job, mein gutes Gehalt. Als Firmeninhaber zahlt man sich ja zunächst nicht besonders viel Geld aus. Als man die dann getroffen hatte, kommen halt diese ganzen organisatorischen Sachen. Dann macht man einen Termin beim Notar, vorher noch beim Rechtsanwalt, man setzt einen Vertrag auf. Also dadurch, dass wir 2 Gründerinnen sind, muss man ja eben auch die Anteile aufteilen und das alles legal hinterlegen. Hm. Genau, das sind halt alles wichtige Themen. Wie ist es mit der Finanzierung? Wie seid ihr da vorgegangen? Und du hast jetzt ja auch unterschiedliche Länder gesehen. Wie ist da Deutschland im Vergleich zum Beispiel zum UK aufgestellt, wenn man jetzt sagt, man möchte gerne gründen? Ja, also wir haben bewusst in Deutschland gegründet, weil wir wussten, dass die Förderlandschaft gerade für Konzeptförderungen, also wenn man wirklich noch gar nichts hat, gut aussehen. Wir haben dann eine Kulturförderung von Berlin-Brandenburg bekommen und das kombiniert mit der Förderung des Verkehrsministeriums für Computerspiele. Da hat sich viel getan, oder, die letzten Jahre? Also im Vergleich zu vor 10 Jahren. Also das war super für uns. Also die haben uns jetzt ein halbes Jahr finanziert mit 6 Leuten. Also das ist schon ganz gutes Geld, was zwar auch eine gewisse Vorlaufzeit und Organisation brauchte, aber das hat uns jetzt eben zu dem Punkt gebracht, dass wir eine Demo haben und ein Team. Im Prinzip alles das, was man braucht, um dann Pre-Seed bei einem Investor oder einem Angel zu raisen. Oder es gibt ja auch andere Möglichkeiten, wir gehen jetzt Free-to-Play, aber wenn man Premium-Spiele machen würde, dass man mit Publishern eben spricht, die ja diese Sachen dann teilweise anfordern. Und das ist ja mit die größte Hürde wahrscheinlich, diese Vorfinanzierung dieser langen Entwicklungszeit. Das heißt, es gibt sowas Förderkredite, es gibt Fördergelder, die dann auch bewilligt werden. Manches muss man zurückzahlen, manches nicht. Dann ist ja der entscheidende Punkt, okay, irgendwann, wie groß ist der Druck, dann wirklich auch ein erfolgreiches Spiel zu machen? Und was würdest du sagen, wann ist das dann ein erfolgreiches Spiel? Ja, das ist natürlich eine gute Frage und an dem Punkt sind wir ja noch gar nicht. Wir haben jetzt eine Demo gemacht und gehen jetzt eben in die nächste Finanzierungsrunde. Ich glaube, da ist es dann auch wirklich ganz unterschiedlich, in welchen Markt man reingeht. Im Premium-Markt, in dem ich vorher gearbeitet habe, gibt es öfters noch die Situation, dass halt wirklich die ganze Entwicklung eines Spiels beantragt und finanziert werden kann. Also dass zum Beispiel ein Publisher sagt, für so und so viel Prozent am Profit bezahle ich euch jetzt diese 1,5 Jahre Entwicklungszeit. Mhm. Oder da gibt es so Deals mit Apple Arcade oder mit verschiedenen anderen Konsolen, wo solche Deals möglich sind. Im Free-to-Play-Bereich, wo man ja eher Spiele als einen Service ansieht, der sich dann auch über wirklich viele Jahre zieht und nicht
unbedingt nur ein Produkt ist, was man einmal auf den Markt bringt. Es ist ein bisschen anders. Da lässt man sich dann eher die Zeit und das Team finanzieren, das über einen gewissen Zeitraum an dem Spiel arbeitet. Und das ist eben jetzt auch der Weg, den wir einschlagen. Wie weit seid ihr da jetzt schon vorangeschritten? Weil du ja auch gesagt hast, ihr wollt Spiele, habe ich es richtig verstanden, von Frauen für Frauen machen. Genau. War das eine Diskussion? Also ich meine, ich höre jetzt raus, dass euch das wichtig war, aber ist es bei Gesprächen mit Publishern vielleicht auch so, dass dann gesagt wird, ja, schränkt es nicht die Zielgruppe auch ein oder den Markt? Oder seid ihr dann so, okay, wir wollen das eh komplett unabhängig machen? Nee, also im Gegenteil. Der Fakt, dass wir Spiele von Frauen für Frauen machen, ist natürlich in gewisser Weise der Impuls dazu, sind wir selbst, unsere eigenen Erfahrungen, unsere eigene Perspektive. Aber es ist eine sehr bewusste marktstrategische Entscheidung eigentlich, auch das so in den Mittelpunkt zu stellen, weil diese Nische, also vielleicht sind Leute, die hier zuhören, ja auch ein bisschen vertraut damit. Es gibt Spiele für Frauen. Ne? Das sind halt oftmals dann so Match-3-Spiele oder so Casual Games auf dem Handy. Sehr klischeehaft, oft rosa, ziemlich kitschig. Und es gibt halt nicht so wirklich erwachsene Spiele für erwachsene Frauen. Mhm. Und unsere Gespräche verliefen bisher eigentlich sehr positiv. Also die meisten Investoren und Publisher sehen diese Nische total. Es ist auch richtig im Trend, in diverse Projekte, so wie das immer so schön heißt, zu investieren. Das heißt, wir setzen das sozusagen als Unique Selling Point ein, eher als etwas, wo man jetzt sagen musste, ja, hat vielleicht keinen Erfolg, ist aber doch total wichtig. Also ich glaube, es ist eher ein bisschen andersrum, dass wir es so fast schon ein bisschen oversellen, weißt du, also so. Mir persönlich ist, denke ich manchmal, ja, ob das jetzt Frauen oder Männer spielen, ist vielleicht auch ein bisschen egal. Nee, aber für Frauen gibt es das eben noch nicht. Wie definiert ihr das, was ein Spiel für Frauen ist? Wie ist das denn eure Definition? Weil ich habe so das Gefühl, gerade der AAA-Markt oder auch in der Indie-Szene natürlich, wir haben ja hier beim Play über die Jahre auch ganz fantastische, tolle, erwachsene Spiele in Anführungszeichen gesehen, die halt alle Themen von irgendwelchen persönlichen Dramen bis Krisen bis hin zu Liebesgeschichten auch alles gesehen. Also wie definiert ihr denn das für euch, dieses Thema? Ja, sehr gute Frage und die bekommen wir auch oft, gerade so vor dem Hintergrund, macht man nicht, indem man sich da so einschränkt, das Problem noch größer, indem man irgendwie sagt, ja, Frauenspiele sind ja anders als Nicht-Frauenspiele. So ist das nicht direkt gemeint, aber man muss schon sagen, also vielleicht erstmal die Antwort, der andere Ansatz ist einfach unsere Perspektive. Wir haben das mitgekriegt, Franziska und ich beide in der Industrie, dass zwar immer mehr jetzt zum Beispiel erfolgreiche Heldinnen oder Personen mit verschiedenem kulturellen Background in Spiele reingesetzt werden, die vorher vielleicht von Männern besetzt worden wären. Also diesen Trend, dass die Protagonistinnen da schon diverser sind, den gibt es schon länger. Aber die entscheidenden Positionen in der Entwicklung im AAA beziehungsweise im Casual-Bereich sind halt immer noch hauptsächlich von Männern besetzt. Und ich habe das persönlich gemerkt bei einem meiner Firmen, wo ich ein Spiel machen wollte, was eher so um persönliche und nicht ganz so existenzielle Themen ging, also wo niemand um sein Leben kämpfte, sondern eher darum ging, wieder Beziehungen zu Personen aufzubauen, mit denen man länger nichts mehr zu tun hatte, dass da ganz schöner Pushback kam. Auch nicht mit bösem Willen, aber eher so, ja, aber wo ist denn der Konflikt? Also dieses traditionelle Geschichten erzählen, was ja irgendwo auch einem gewissen Klischee entspricht. Und auf diese Diskussion hatte ich einfach irgendwann keine Lust mehr. Und immer die gleiche Diskussion wahrscheinlich auch, ja. Genau, immer die gleiche Diskussion auch. Und zuletzt hatte ich zum Beispiel auch ein Spiel rausgebracht mit dieser neuen Perspektive. Assemble with Care war das bei Us to Games, was sehr gut ankam, was super Reviews hatte. Aber eben genau da war anfangs diese Diskussion, ja, aber sollte sie nicht irgendwie Schiffsbruch erlitten haben und ist jetzt an der Klippe gelandet und niemand weiß, wie es weitergeht. Also genau, es sind oft nur Nuancen und gar nicht so irgendwas total Krasses, was es jetzt unterscheiden würde von allen anderen Spielen, aber die Perspektive, die man als weibliche Entwicklerin eben mit reinbringt. Und ich bin übrigens, Entschuldigung, wenn ich das noch anmerken darf,
Es ist mir bewusst und ich finde es toll, dass es auf der Play zum Beispiel und auf vielen Indie-Festivals schon viel mehr der Standard ist, als es halt in der kommerziellen Welt da draußen ist. Hm. Stellt ihr nur Frauen ein dann auch oder wie habt ihr das dann intern geregelt? Nee. Also es ist natürlich schon hin und wieder die Diskussion, wenn wir sagen, wir machen Spiele von Frauen für Frauen, dass so Key-Positionen, Key-kreative Positionen viel von Frauen besetzt sind. Aber wir haben da jetzt keine Quote, dass es irgendwie 100% sein muss oder 70%. Aber Fakt ist momentan, dass wir ein Team von 6 Leuten sind und nur einen Mann gibt. Ist ja auch mal ein gutes Gegengewicht zur sonstigen Branche. Ja. Was würdest du den GründerInnen mitgeben, die jetzt sagen, okay, ich habe mich schon so ein bisschen in Unity eingearbeitet, ich bin irgendwie ganz gut im Grafikdesign und so weiter, gerade Leute, die vielleicht im Studium sind oder so. Wann sollte man gründen? Wann ist der ideale Zeitpunkt zu gründen und was sind so die, ja, so ein paar praktische Tipps von dir, mit was man da anfangen sollte, wie man sich da drauf vorbereiten kann? Ja, also das Wichtigste für mich persönlich, und ich könnte mir vorstellen, dass es vor allem für jüngere Leute da draußen auch wichtig ist, ist, dass man sich die richtige Partnerin oder Partner sucht. Also das war für mich eigentlich das Ausschlaggebende. Das war erstens der Grund, warum ich nicht direkt nach dem Studium gegründet habe, weil ich da niemanden hatte. Und es war zweitens Jahre später dann der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt machst du es, weil da ist jemand an deiner Seite, der genau den gleichen Zug drauf hat. Und ja, das macht einfach total viel Spaß und ist, man hat ja schon hin und wieder schwierige Entscheidungen und man macht viele Sachen, wenn man plötzlich für alles verantwortlich ist, macht man ja viele Sachen, die man gar nicht gelernt hat und zum ersten Mal macht und man macht dann auch Fehler und es ist einfach total gut, wenn man da jemand an der Seite hat, erstens, dem egal ist, ob du einen Fehler machst, zweitens, den du bei allem einfach mal um Rat fragen darfst, deinen Frust rauslassen kannst, aber mit dem zusammen du dich auch freuen kannst. Also das finde ich so das Allerwichtigste. Ja, und Fehler machen gehört auch dazu, oder? Also es gibt keine Gründung, bei der man keine Fehler macht, würde ich jetzt sagen. Ja, total. Ja. Also ich würde sagen, das ist ja auch so eine Sache, die beim Computerspielen entwickeln man eigentlich schon sehr schnell lernt, dass man, was weiß ich, selbst wenn ich jetzt ein neues Feature-Design, ich denke mir, das kommt mega gut an, dann mache ich es rein und dann kommt es halt überhaupt nicht gut an. Also dieses Iterative, was man bei der Computerspielentwicklung hoffentlich ja sowieso schon lernt, finde ich, kann man dann bei der Firmengründung auch nochmal total gut anwenden. Aber wie viel Bürokratie steht einem da bevor? Also ich meine, sowas wie Notar, das geht ja wahrscheinlich dann gerade noch so, aber so Anträge ausfüllen, Fördergelder beantragen, wie viel Zeit geht da wirklich drauf? Ich habe immer so das Gefühl, das ist eigentlich fast die größte Hürde, weil gute Spielideen oder so sind ja wahrscheinlich deutlich leichter zu finden, als diesen ganzen bürokratischen Kram zu erledigen. Ja, also ich weiß nicht, ob es der größte Teil ist. Es ist schon ein großer Teil. Und bei uns haben wir das eben so aufgeteilt. Die Franziska ist der Managing Partner und ich bin die Creative Partnerin. Sie ist die Managing Partnerin und ich die Creative Partnerin. Das heißt, das meiste so businessmäßige, organisatorische hängt an der Franziska. Also sie kümmert sich um die Lohnauszahlungen, sie sucht den Steuerberater aus, sie schreibt die Anträge mit meiner Unterstützung halt. Also für die Anträge liefere ich ihr natürlich das Material, was sie dann vom Produkt braucht. Und eine organisatorische Sache, die ich mache, ist, ich mache die Mitarbeiterleitung hauptsächlich für die Leute, mit denen wir arbeiten. Aber aus dieser Arbeitsteilung lässt sich eigentlich schon heraus erkennen, dass ja 50% eigentlich dieses ganze BizDev, Buchhaltung, organisationsmäßige ist. Ja. Da muss man halt einfach durch, oder? Das ist halt der harte Tobak, aber da muss man dann halt durch, das harte Brot. Ja, also ich glaube auch ehrlich gesagt, man sollte keine Firma machen, wenn einem das nicht zumindest so ein bisschen Spaß macht auch. Die Business-Seite, ja. Ja.
Ich glaube, das war auch ein Grund, warum ich jetzt nicht hätte alleine eine Firma machen wollen, weil ich mich nicht gesehen habe, diesen Teil 50% meiner Arbeitszeit zu machen. Also da braucht man dann einfach die richtigen Leute. Aber zum Beispiel, wenn jetzt jemand hier kreativ ist oder Programmierer und einfach gerne da auf der Produktseite eben mitgestalten will, dann muss man sich halt jemanden holen. Es gibt ja auch genug Produzenten, das ist ja jetzt häufig auch ein Studiengang, die vielleicht auf diese geschäftsführende Seite mehr Lust haben. Ja, aber du würdest schon sagen, dass es eine gute Idee ist, erstmal in Unternehmen reinzugehen, in Studios zu gehen, um dort einfach mal ein bisschen zu schnuppern und zu gucken, wie solche Abläufe funktionieren, Prozesse zu lernen und vielleicht dort auch dann die passenden Leute zu finden. Also wir hören ja ganz oft von irgendwelchen Ausgründungen aus irgendwie großen AAA-Firmen, wo dann sich ein kleines Indie-Studio mit der Programmiererin und dem Coder oder sowas ergibt. Ja. Kann ich eigentlich nur zustimmen. Also ich fand es sehr wichtig. Ich glaube, es ist nicht die einzige Möglichkeit, aber es gibt schon auch das ein oder andere sehr jung gegründete Studio, was dann bald wieder zumacht, eben weil es eine Gruppe aus super kreativen Leuten sind, die aber vielleicht nicht die nötige Erfahrung oder den nötigen Realismus mitbringen, um eben auch mit den, sagen wir mal, trockeneren Seiten vom Business ja entsprechend umzugehen. Wie gesagt, ich will das nicht, wenn jemand jetzt richtig Lust hat und ein richtig tolles Team hat, kurz nach dem Studium, dann why not, ne? Und es ist Klar. ja eigentlich auch egal, wenn man dann, wenn das Studio dann 3 Jahre läuft und dann merkt man, ah, man will eigentlich doch noch mal was anderes machen. Also eigentlich hüte ich mich immer so vor Pauschalurteilen, aber es kann auf jeden Fall nicht schaden. Ich meine, ganz viele bekannte Spiele sind aus Studi-Projekten heraus entstanden, wo sich das Team eben im Studium kennengelernt hat. Also die Stories gibt es ja auch zu genügend. Ja. Ja, genau. Wie wichtig ist denn Netzwerken? Du bist ja selber auch im Game aktiv, Verbandsarbeit und so weiter. Jetzt Netzwerken ist natürlich relativ schwer gewesen, jetzt die letzten Jahre Corona-bedingt. Aber wie wichtig war das für dich, für deine Karriere und fürs Studio? Ja, sehr wichtig. Das sagt wahrscheinlich auch jeder immer, den man fragt. Lustig ist auch, dass oftmals so Netzwerkverbindungen, die Jahre zurückliegen, denen man gar kein Gewicht mehr zuspricht, dann plötzlich wieder aufpoppen können und einem hilfreich sein können. Ich persönlich halte es da eher so mit, also ich bin halt gerne mit anderen Leuten zusammen. Ich rede gerne auf der GDC mit anderen Entwicklern. Ich freue mich, wenn ich alte Kollegen wieder treffe. Also ich mache das jetzt weniger strategisch, dass ich irgendwie sage, einmal die Woche muss ich an irgendeinem Stammtisch teilnehmen oder so. Und ich finde, dass ich bisher immer ganz gut erfahren bin mit dieser, sagen wir mal, mehr persönlichen und weniger strategischen Ansatz. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen auf sein Bauchgefühl hören. Also ich glaube, es ist immer gut, mit Leuten zu reden, aber ich hatte auch durchaus mal Phasen, also gerade jetzt während Corona, ich habe es vorher im Vorgespräch schon kurz erwähnen wollen. Ich war ehrlich gesagt froh, auch dass ich mal 2 Jahre Pause hatte und nicht mehr alle 2 Monate auf irgendeiner schwitzigen Konferenz war, wo ich dann Migräne hatte. Ja. Also ich finde, es ist auch völlig okay, wenn man sich davon dann mal frei macht und auch für sich selbst zugibt, okay, ich bin jetzt gerade hier in so einer Macherphase, ich habe gerade einfach keinen Bock, mit Leuten zu reden, Ja. muss ich sagen. Ja. Ja, klar. Aber es ist, glaube ich, also die Szene ist ja schon sehr überschaubar, wenn man so ein bisschen, also ich bin ja auf der Journalistenseite, aber auch da hat man so das Gefühl, wenn man einmal, zweimal auf einer Gamescom, auf einer GDC und auf den ganzen Veranstaltungen war, hat man schon einen sehr guten Überblick. Und ich glaube, es ist enorm wichtig, jemanden oder eine Person zumindest im Team zu haben, der das auch Spaß macht. Also wenn man jetzt eine Gruppe von 4 introvertierten Menschen ist, ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, oder? Also kann man das vielleicht so formulieren oder sagen? Ah, ich bin mir da nicht so sicher, ehrlich gesagt. Also ich weiß, dass es eine sehr verbreitete Meinung ist, dass das allerwichtigste Networken ist. Aber ich kenne zum Beispiel hier gerade in England einen ganz guter Freund, Harry, der Altus Odyssey gemacht hat. Ich weiß nicht, ob das manche von euch vielleicht kennen fürs iPhone. Ganz erfolgreich, aber sehr introvertierter Typ, der selten rausgeht. Also ich finde, auch da kann man
Ja, in der Tendenz, klar, geht raus, wenn du irgendwie stecken bleibst und dir denkst, was kann ich noch machen und dir macht es nichts aus, dann geh raus und rede mit Leuten. Schaden tut es auf keinen Fall. Aber ich möchte so ein bisschen auch Mut machen, nicht, also es muss nicht jeder gleich sein. Es gibt Platz für alle möglichen, auch Business-Konzepte da draußen und vieles kann erfolgreich sein. Klar, es gibt auch die Geschichten, wo ein Mensch allein 3 Jahre im Keller gearbeitet hat und dann wurde das Spiel ein Hit. Aber gutes Genau. Stichwort, wie wird denn das Spiel denn dann bekannt, wenn es denn dann fertig ist? Wie es bekannt wird. Ja, also wie kriegt man das Spiel dann an die Leute ran? Nur fertig machen reicht ja in der Regel nicht. Nee, also das reicht leider halt schon lange nicht mehr. Ja, da ist es dann immer so ein bisschen die Frage, was für eine Art Studio man ist und auch was die Ziele so sind. Sage ich mal, wenn man jetzt ein Indie-Studio ist und vielleicht ein Premium-Spiel gemacht hat, dann kann es einem schon viel helfen, wenn man einen guten Publisher an der Hand hat, der vielleicht Beziehungen zu Nintendo hat oder was weiß ich, einer Plattform, die eben wichtig für einen ist, und da entsprechend dann die Werbetrommel rühren kann. Wenn man jetzt wirklich noch ganz am Anfang ist, dann reicht eure Spiele zu den Festivals ein, zum IGF oder auch in Deutschland gibt es ja einiges, damit man so ein bisschen Presse und Bekanntheit erlangen kann. Bei Us2 Games zum Beispiel war die Strategie so, dass sie halt der Liebling der Plattform waren für lange Jahre und einfach von Apple immer gefeatured wurden. Also auch da gibt es ganz verschiedene Wege. Und wenn man Free-to-Play macht wiederum, dann hat man in der Regel, wenn man die entsprechenden Investoren hat, einfach auch sehr viel Marketingbudget, wo man direkt Werbung schalten kann für seine Spiele. Ja. Sehr Aber schön. es stimmt auf jeden Fall, also leider ist es nicht mehr so, dass man nur ein tolles Spiel machen muss und dann findet das schon seinen Erfolg. Die Zeiten sind vorbei, ja. Gut, dann drücken wir die Daumen, dass euer Spiel dann auch schnell bekannt wird. Und zum Beispiel, du hast gerade schon gesagt, in Awards einreichen ist ein gutes Stichwort für heute Abend. Der Creative Gaming Award wird heute Abend nämlich verliehen. Auch da bieten wir natürlich ein paar unbekannteren Spielen die Plattform. Und 20 Uhr geht es heute Abend dort los. Nina und ich werden dann die Nominees spielen, euch zeigen und danach gibt es dann auch die große Gala mit der Verleihung der Preise. Genau. An der Stelle vielen lieben Dank, Lea, dass du dir die Zeit genommen hast hier mit uns zur Snacktime. How to become a Studio Boss. Danke für die spannenden Einblicke. Ja, danke dir und tschüss an alle. Und hier geht es gleich weiter bei 16 Uhr, um 16 Uhr. Da findet die Online-Fortbildung Mein Test im Unterricht statt. Also wenn ihr dort keinen Platz mehr bekommen habt, könnt ihr trotzdem aber zuschauen. Da wird die Fortbildung dann im Livestream in Minecraft oder in Mein Test besser gesagt stattfinden. 16 Uhr geht es hier weiter. Ich bin der Manu. Bis heute Abend. Tschüss. Danke, Lea.